Hallo zusammen, ich bin's wieder, klar. Und heute bin ich mal nicht für euch in Leech unterwegs. Und zwar, wie ihr sehen könnt, bin ich auf dem Armory unterwegs. Und dort hat sich doch einiges getan. Blizzard hat das ein wenig aufgehübscht und ein paar Funktionen ersetzt, weggenommen, dazu gebastelt. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt gleich mal ein wenig näher an. Für die Leute, die sich fragen, warum ist das jetzt auf dem ganzen Bildschirm groß? Hier mit F11 könnt ihr übrigens euren Browser maximieren. Aber das ist nur so am Rande für die Leute, die das vielleicht nicht wissen. Und ich der Frage vielleicht auch gleich schon mal vorbeugen kann. Ja, was sehen wir jetzt hier? Und zwar, wir haben ganz normal hier unseren Charakter in der Mitte und dementsprechend unsere Ausrüstung außenrum. Sehen jetzt auch gleich schon, was wir reingesockelt haben, beziehungsweise was wir verzaubert haben. Müssen wir jetzt hier nicht mehr irgendwie auf Erweitert stellen oder irgendwelche anderen Späßchen. Das wird jetzt alles direkt schon angezeigt, auch mit der Itemstufe. Und ja, sieht soweit ganz schick aus. Wir haben auch einen netten Hintergrund bekommen. Und hier oben, wie ich glaube, wie es vorher auch schon war, sehen wir jetzt die Achievements, den Char-Namen, beziehungsweise in welcher Gilde er ist und auf welchem Server. Und hier Gegenstandsstufe. Also die Abkürzung, schreibt mir mal in die Kommentare rein. Aber ganz ehrlich, dieses Eingedeutsche und dann davon eine Abkürzung zu nehmen, GSST, das klingt irgendwie wie so ein Sondereinsatzkommando, das jetzt das GSST 909 greift. An, also ich weiß es nicht, klingt ziemlich lächerlich, aber das soll anscheinend die Gegenstandsstufe sein. Ja, so vom ersten Eindruck sieht es ganz schön aus, der Charakter sieht auch ganz gut positioniert aus, beziehungsweise so der Hintergrund gefällt mir soweit ganz gut. Wenn wir dann ein bisschen runter scrollen, sehen wir hier mittels schöner Symbolchen uns unsere Stats angezeigt, und zwar hier Gesundheit, Mana, Beweglichkeit, Ausdauer, dann hier noch die Secondary Stats, ist eigentlich eine schöne Anordnung. Und soweit eigentlich alles dabei, was man ja auch standardmäßig jetzt in-game angezeigt bekommt. Ja, dann haben wir hier unsere Spezialisierung und dann auch die Skillung, also sprich wirklich nur das, was wir wirklich geskillt haben. Hier können wir dann wieder zu diesem Talentrechner gehen, den es auch schon vorher dementsprechend gab. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter runter gehen, sieht das Ganze jetzt schon extrem anders aus als das, was wir vorher hatten. Vorher hatten wir ja so eine schöne Leiste gehabt mit den einzelnen Raids, wo man dann schauen konnte, okay, wenn man jetzt zum Beispiel nicht unter WoW Progress gucken wollte, sondern einfach so schnell im Armory die Leute checken wollte, okay, was hat er jetzt in welcher Raid-Instanz schon down im Moment, um da einfach so ein bisschen zu gucken, beziehungsweise um auch bei sich selber ein bisschen zu schauen, dann war das immer ganz praktisch. Das hat Blizzard jetzt ein wenig ersetzt, und zwar haben wir jetzt sofort über Sicht drei Instanzen, also sprich nur den aktuellen Content, beziehungsweise das, was jetzt halt zu Legion raus ist. Bei mir seht ihr hier, was ich jetzt hier bis jetzt gemacht habe, Helia, und die letzten drei habe ich ja leider nicht mehr mitgenommen, weil ich ja so ein bisschen Raid-Pause im Moment mache. Ja, und das wird hier ganz schön angezeigt. Man kann sich auch alle anschauen lassen. Das werden wir aber nachher mit einer anderen Funktion machen, um euch das mal ein bisschen näher noch zu zeigen. Oben gibt es nämlich dann noch so ein kleines Direktauswahlmenü, wie ich mir das angeguckt habe. Ja, was gibt es hier sonst noch? Und zwar haben wir dann neben im PvE auch PvP hier am Start, und zwar sehen wir einmal die Prestige-Stufe, ist bei mir hier 10, dann sehen wir die Ehrenstufe, also sprich, das sind diese kleinen Stufen, also die Unterunterteilung beim Prestige, bin ich jetzt 11, wir braucht ja immer 50 Ehrenstufen, um eine Prestige-Stufe zu kriegen, dann seht ihr hier die ehrenhaften Siege auf dem Char, ja, ich habe fast 290.000 ehrenhafte Siege, den Char gibt es schon eine Weile, und früher habe ich relativ viel PvP gespielt, da sieht man mit ja, den Siegen allein auf dem Char, da war ich schon ein bisschen in BGs unterwegs. Ja, dann gibt es hier noch PvP-Wertungen. Ich nehme an, die werden angezeigt, wenn man aktuell welche hat. Im Moment wisst ihr, ich spiele gerade kein RBG oder Arena großartig, deswegen habe ich auch kein Rating. Ich nehme aber an, es wird hier angezeigt. Ja, hier kann man natürlich auch dann auf mehr sehen draufklicken. Das werden wir jetzt an der Stelle nicht tun, denn oben gibt es hier auch ja, einen Reiter, wo man schön durchklicken kann, und da sind dementsprechend die Schlachtzüge und PvP auch dabei. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt das mal kurz ein wenig durch. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf Erfolge, beziehungsweise eins wollte ich noch anmerken, was ich nicht so gut finde, es wird nicht mehr die maximale Item, das maximale Item-Level angezeigt, weil hier steht jetzt nur noch 909 dran. Und davor war es so, dass man auch die maximale Item-Stufe angezeigt bekommen hat, um jetzt mal das schnell zu demonstrieren. Habe ich mit dem Char hier 909 angelegt, das ist richtig, aber 912 maximal. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Mist anziehen würde, also sprich irgendwelche Low-Items, dann würde das hier wahrscheinlich auch falsch angezeigt werden und man wüsste nicht, was ich für ein Maximal-Item-Level hat. Finde ich ein bisschen blöd, muss ich sagen. Also
das vom Layout schön, aber an dem Punkt finde ich es nicht so gut. Aber da könnt ihr mir ja gerne eure Meinung mal in die Kommentare schreiben. Ja, dann gehen wir weiter in dem Ganzen. Und zwar kann man hier die Folge anschauen. Das wurde jetzt auch ein bisschen aufgehübscht mit so schönen Diagrammen, wo man dann sieht mit 100%. Und ihr seht, ich bin relativ weit überall, außer bei Order Hall. Da muss ich noch ein bisschen zulegen hier. Und ich würde sagen, dann schauen wir mal in den Tab rein, wo ich noch nicht alles habe. Zum Beispiel hier Dungeon Schlachtzüge. Und da haben wir dann auch hier so eine Unterteilung. Ich finde ehrlich gesagt die Ingame-Unterteilung fast besser, wenn es seitlich ist, aber das ist, denke ich mal, Geschmackssache. Was ich schön finde, dass man jetzt hier mit Symbolen und vielleicht auch anklickbar, schaut mal an, das kann ich anklicken und dann sehe ich, was ich hier als Belohnung kriege, dieses Mount. Es ist zwar ein bisschen klein, ja, aber man sieht zumindest jedes einzelne Achievement. Dann kann ich das jetzt anklicken. Ah, okay, ich kann das einzelne Achievement anklicken. Okay, das ist aber gut gemacht, muss ich sagen. Sowas würde ich mir in-game auch wünschen, dass ich ich kann es zwar anklicken, aber dann springe ich automatisch in-game auf das Achievement und bin nicht mehr in dem Meta-Achievement. Hier kann ich wieder zurückgehen. Die Funktion finde ich gut. Also, ehrlich gesagt, so genau habe ich es mir jetzt noch gar nicht angeguckt. Aber dass man jetzt zum Beispiel hier sieht, das Mount, was man kriegt, mit Symbolchen auch, das hat was. Oder hier ein Titel. Das ist ganz gut umgesetzt, meiner Ansicht nach. Und war, glaube ich, im alten Armory auch nicht in dieser Form drin. Jetzt schauen wir mal, was bei Achievements ist, die ich noch nicht habe. Also die von der neuen Raid-Instanz, die habe ich natürlich noch nicht, die Achievements, weil die ja schlichtweg auch noch nicht draußen ist. Oh ja gut, die sind nicht spektakulär. Man sieht zumindest auch, was man da bekommen würde. Okay, so viel dazu, zu den Erfolgen. Jetzt hier kann man zurückgehen, oder? Ja, Heldentaten kann man auch reingucken. Da haben wir auch die Unterteilung. Okay, jetzt nicht sonderlich spektakulär, finde ich aber nicht schlecht, muss ich gestehen. Gut, was ist das? Promotion? Ah, okay, das sind nochmal so extra Teile. Gut, dann klicken wir mal auf den nächsten Reiter, und zwar auf die Sammlungen. Und da könnt ihr jetzt unterscheiden zwischen Wildtieren und dementsprechend den Reittieren. Und komischerweise, muss ich sagen, habe ich hier 442 wird mir angezeigt, dass ich habe. In-game aber wiederum sagt mir mein Add-on, dass ich 412 habe. Warum habe ich denn da so viel mehr? Ich blick das nicht. Eigentlich war das im Armory, waren es eigentlich immer weniger. Was der Tatsache geschuldet war, dass dann wirklich nur die Reitbahnen angezeigt wurden, also die man auch selber reiten kann. Und dem In-game werden ja auch die Horden-Mounts angezeigt. Warum ich jetzt hier mehr habe, weiß ich schlichtweg nicht. Hier kann man auch dann immer mehr laden, also die man auch hat. Und ja. Beziehungsweise vielleicht werden da auch wirklich alle angezeigt. Ich weiß es nicht, wenn ich jetzt komplett runtergehe. Wie lange dauert? Na gut, bei 400 wird das wahrscheinlich schon ein wenig dauern, ne? Vielleicht werden da auch alle angezeigt, die man schon, die man auch nicht hat. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ah, okay. Da werden dann auch noch unten die angezeigt, die man nicht hat. Ob die dann dazu gezählt werden, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Okay. Also das sind die ich anscheinend nicht habe. Das sind gar nicht so viele. Viele von denen sind natürlich auch Class Mounts, die man erst in 4 Wochen sind es jetzt mittlerweile freischalten kann. Jetzt scroll ich nur noch. Was war das? Ein Würfel. Okay, schau mal an. Wird anscheinend nicht angezeigt. Jetzt weiß ich leider nicht, ob diese Zahl oben alle sind. Nee, gesammelte Reittiere. Das sind die ich auch wirklich gesammelt habe, die 400. Ja, komisch. Was ich schlecht finde jetzt hier, vielleicht bin ich auch zu blöd, die Funktion zu sehen, aber es gibt hier keinen Reiter, dass ich sage, ich möchte irgendwie differenzieren. Das konnte man früher machen, da hatte man noch einen Reiter, da hat man gesagt, ich möchte nur die angezeigt bekommen, die ich nicht habe, oder nur die angezeigt bekommen, die ich schon habe, oder ich möchte nur die aus Quest sehen, ich möchte nur die aus Dungeon Drops sehen, ich möchte nur die aus dem Shop sehen. Und diese Unterteilung fand ich sehr gut. Warum sie die rausgenommen haben, weiß ich nicht. Ich kann es mir vorstellen, dass es ähnlich ist wie im Ingame, dass sie es ein bisschen entschlacken wollten. Da finde ich es aber schlecht an der Stelle, weil deswegen bin ich nur aufs Armory gegangen, um nach Mounts so sortieren zu können, weil man das schlichtweg in-game schlecht sortieren kann und das hier besser war. Die Ansicht an sich finde ich schöner, aber die Möglichkeit, das so zu sortieren, sowohl bei Mounts als auch bei Pets, sehe ich jetzt hier nicht. Warte, ich kann jetzt mal gucken. Nee, auch wenn ich das hier nicht mehr in den Vollbildmodus packe, kann ich das nicht machen. Und hier auch limitierte. Ja, genau. Okay, da werden mir auch nur die angezeigt, die ich anscheinend habe. Ja, das finde ich nachteilig, muss ich sagen. Schade um diese Funktion, vielleicht tun sie wieder nachträglich einfügen, beziehungsweise vielleicht hat ja einer von euch da irgendwas gesehen, wie man das noch filtern kann und kann mir das an der Stelle schreiben. So, dann schauen wir mal weiter, und zwar haben wir hier einfach den Schlachtzugsfortschritt. Dort ist es eigentlich genauso wie früher, bloß dass es jetzt halt nicht mehr unten ein Balken ist, sondern jetzt halt hier in solchen einzelnen Fenstern. Ehrlich gesagt,
Es ist beides nicht schlecht, wobei ich diesen Balken, also hier hat man es vielleicht mehr auf einen Blick, wobei ich diesen Balken eigentlich recht schön fand da unten. Also den hätte es von mir aus nicht ersetzt gebraucht. Hier sieht man es vielleicht jetzt ein bisschen schneller aufgedröselt und kann sich jetzt vielleicht auf das Aktuelle konzentrieren. Genau. Wobei das ja teilweise buggt. Also ich glaube mit dem guten LFR, da weiß ich nicht. Aber hier zum Beispiel SOO habe ich auf jeden Fall geklärt mit dem. Und das kann auch nicht sein, dass ich Bastion of Twilight im Normal nie den Endboss gelegt habe, aber im HC? Hä? Ich glaube, du hast damals sogar Dings gebraucht, den Endboss, dass du in HC reinkommst. Aber gut, sei es drum, das ist ja jetzt auch relativ wurscht. Und dann haben wir noch zwei Tabs, und zwar haben wir dann einmal noch Spieler gegen Spieler. Da sieht man halt dementsprechend hier die Prestige-Stufe, beziehungsweise hier, was man auch vorne schon in der Übersicht gesehen hatte. Kann jetzt aber hier auch leider nicht draufklicken. Also ich habe mir da ein bisschen mehr erwartet. Sieht aber zumindest die RBG-Statistik, also gewertete Schlachtfelder sind es, und da sieht man hier zumindest so eine Statistik, was man gewonnen, verloren, also, naja, gut, man kann sich halt ausrechnen, was man gespielt hat, was man gewonnen hat, wie die Prozentchance war und so, also da hat man schon einen gewissen Überblick. Und dann als letztes Fenster haben wir den Ruf noch, der jetzt eigentlich hier ganz schön angezeigt ist, muss ich sagen. Und da sieht man hier, ja, seine kompletten Ruffraktionen, und da ist mir vorhin auch schon was aufgefallen, was mir sehr, sehr negativ aufgefallen ist. Ich habe doch mal bei den Erhabenen war ich doch mal, wo das Time Walker MOP rauskam, und da haben so dreckige Horden mich immer angegriffen, die ich natürlich alle getötet hat, wer sich an das Video zurückerinnern kann. Das Blöde ist, da sind auch diese Wachen, und die greifen einen da an, und wenn man diese Wachen bei den Erhabenen tötet, dann verliert man den Ruf, und jetzt habe ich hier diesen Makel in der Rufstatistik drin, das ärgert mich, aber eigentlich habe ich auch keinen Bock mehr, den Ruf da zu farmen. Gut, das ist aber jetzt eine andere Geschichte. Wenn ich jetzt hier auf das drücke, was passiert dann? Achso, dann komme ich einfach wieder hier zurück. Ja gut, das war's an der Stelle auch schon. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung zu den einzelnen Punkten schreiben, die ich jetzt schon so aufgezählt hatte. Vielleicht seid ihr da andere Meinung, beziehungsweise seht irgendwas, was ich vielleicht auch noch nicht gesehen habe. Das mag ja durchaus sein. Ich habe es mir jetzt auch gerade so das erste Mal angeguckt. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie ihr dazu steht. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.